Juhu, wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Christian Weigel und ich, Writing Bull, Whipping Bull, so heiße ich ja tatsächlich. Writing Bull ist mein realer Name aus dem Real Life und mein eigentlicher Nickname. Das ist ja Whipping Bull. Was ist eigentlich dein Kampfname, Christian? Mein Kampfname? Ich habe keinen Kampfnamen. Ich bin so friedlich. Der war gut. Christian ist mit dabei und sorgt für die gute Stimmung und die etwas schrägen Gags, wie er gerade merkt. Und viele, viele Zuschauer sind dabei. Über 80 beim der Weihnachtsfeier meines YouTube-Kanals, bei dem Christian Dauergast ist und mein Let's Play-Partner bei vielen, vielen Quadriga-Abenden, die wir gemeinsam miteinander verbracht haben, miteinander vor dem PC bei unserem Let's Play und jetzt auch mit euch zusammen bei diesem Livestream, dieser Live-Weihnachtsfeier, die wir machen. Und im Echtzeitmodus spielen wir gegeneinander und begrüßen jetzt zum Auftakt der zweiten Stunde einen Sieger, und zwar mich bzw. meinen Fahrer. Das ist Quenven gewesen. Ende der letzten Stunde. 4.800 Denari hat er dir eingebracht. Das ist verdammt viel. Ich bin dir sehr dankbar. Und jetzt wollen wir aber wechseln. Wir können ja nicht immer nur auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Wir wechseln mal den Rennstall und gehen zu dir rüber. Das kann man immer sehr schön sehen. Dein Rennstall ist blau, meiner ist rot. Mir war eben nach weihnachtlichem Farbmotiv. Nach weihnachtlichem Weinen? Nein, nicht Weihnachten, das andere, also... Oh, ich hatte Weinen, ja. Weinen, weinende Nacht oder sowas. Venus Glühus ist dein Team, das Rotwein-Team. Pardon, das Rotwein, das Glühwein-Team. Obwohl Glühwein ja, besteht ja aus Rotwein. Ich habe hier neben mir so einen großen silbernen Topf auf einer Heißplatte stehen mit Glühwein drin. Cool. Mhm. Das ist sicher gut. Ich hoffe, bei dir kommt niemand vorbei, um eventuell zu kontrollieren, ob du einen gültigen Fahrausweis hast. Habt ihr das mitbekommen heute, den großen Skandal? Da hat doch tatsächlich unfassbar. Ein Fußballspieler fährt jahrelang ohne Führerschein und traut sich irgendwann nicht mehr in die Fahrschule zu gehen, vermutlich, weil er denkt, oh, dann werde ich ja erkannt. Und gleichzeitig gibt es ja seit Jahren Fotos von mir, ständig in der Boulevardpresse, wo ich mit meinem neuen Sportwagen angebe. Unglaublich. Unfassbar. Also ich glaube, so sehr können wir beide bei diesem Spiel heute Abend gar nicht failen, wie der das gemacht hat, oder? Irgendwie gar, nee, also das muss dermaßen eskaliert sein, dass man sich da nicht mehr traut. Unglaubliche Geschichte. Also als ich jung war, habe ich auch viele, viele Fehler gemacht, aber ich bilde mir in der Rücksicht ein, dass ich da getoppt worden bin. Respekt. Aber von einem Spitzensportler erwartet man auch Spitzenleistungen. Der darf ja auch einige Tagessätze bezahlen an Denari. Ja, der kann mehr Geld spenden bei Bußgeldern, als wir eventuell jemals verdienen werden hier bei Quadriga. Mhm. Ein Sieg auf jeder Seite und du hast deine drei Fahrer Birnodin, Tom und Langhaar. Langhaar, das ist der den Sieg für dich reingeholt hatte. Willst du den weiter pushen? Soll der zu deinem Star aufgebaut werden oder willst du jetzt auch einen deiner beiden Versager jetzt auch ein Erfolgserlebnis vermitteln? Nee, der Birnodin macht sich hier im Chat schon warm, der ist als nächster ran. Ach, das kannst du sehen, wie der sich stretcht und dehnt und Glühwein trinkt, oder? Ja, der macht hier schon, der macht hier schon Trockenübungen mit dem Peitscharm. Wunderbar. Kniebeugen, Liegestützen, reibt sich die Gelenke mit Olivenöl ein. Perfekt. Er peitscht die anderen Zuschauer, peitscht sich warm. Das einzige Problem, dem Birnodin müssen wir noch einen neuen Wagen kaufen. Willst du den nicht ohne Wagen vielleicht durch die Arena schicken? Der ist unter Umständen dann eventuell noch schneller unterwegs als mit diesen Rumpelkarren, die du dem nur kaufen kannst. Dann würde er einfach dreifach belegte Schuhsohlen bekommen und könnte einfach dann hinter den Pferden hersliden. Ja, fände ich auch, er könnte das natürlich. Ich kann ihm ja auch einen dieser anderen Wagen geben hier. Nein, ich möchte einen, ja, dann, der ist aber kaputt. Einen neuen Wagen haben. Ich möchte einen neuen Wagen, außerdem sind die beiden Wagen kaputt. Darf ich einen für dich kaufen? Ja, hättest du gerne einen Wagen von minderer Qualität oder wahlweise einen von minderer Qualität? Ich nehme den Vielmann-Kassengestellwagen für 450 Denari. Einverstanden. Mhm. Wird er gekauft und jetzt ist er nur noch 300 wert. So läuft das mit der Geldentwertung. Und richtig, der geht schon gekauft, einmal aus der Plastikverpackung gerissen und schon ist das Ding nur noch 300 wert. Achso, und Toms Pferd könnte nochmal Zuwendung durch den Schmied gebrauchen für 150. Mhm. Alles klar. Und jetzt ist Birnodin bereit. Birnodin, du verteidigst die Ehre deines Herrn von Christian. Go! Wann willst du eigentlich mal wechseln zu einer anderen Stadt? Du schimpfst ja immer darüber, dass die Arenen dir zu klein sind und dass du mehr von der Welt kennenlernen möchtest, Hänschen klein. Oh, erst wenn ich hier total das Feld gerockt habe in dieser Stadt namens Tuga. Oh, gefährliches Event. Sture Gäule. Eine hohe Chance, dass die Pferde den Befehl zum Spurwechsel missachten. Oh. Mhm. Gewettet wird hier übrigens.
Gewettet wird hier groß nichts. Gar nichts. Nee. Das ist wenig. Das ist wenig. Da kommt es mir zur Chance von 2 zu 1. Darf ich einmal peitschen? Ja, bitte. Los geht's. Echtzeitmodus. Und dann sofort wieder umschalten auf normal beschleunigen. Sind wieder nur 4 Teams. Unten ist schon Blut geflossen. Ich konzentriere mich jetzt. Hände auf den Tisch. Jetzt wieder einmal peitschen, bitte. Es wird eng. Der schwingt auch die Peitsche. Aber der hat ein Pferd schon auf gelb. Dessen Pferd ist schon gelb. Jawohl. Birnodin, peitsch. Peitsch, was das Birnodin. Zeug hält. Peitsch, Birnodin. Wir müssen noch ein Stück weiter peitschen. Nee, wir müssen dann vielleicht mal einen Rammer nach rechts setzen. Rammer nach rechts, Rammer nach... Tut mir leid. Das war einfach... Jetzt, ich gehe mal auf... Bremsen. Danke. Das wird nichts mehr. Hör mal, das war perfekt. Und jetzt wieder Gas. Gas, peitschen. Also wenn ich nicht wüsste, dass wenn ich sage peitschen, nicht beschleunigen. Bitte. Ich wollte dich gerade loben. Ich habe ja wieder Schwierigkeiten mit dem Multitasking. Dich gleichzeitig zwei nach rechts, loben. Zwei nach rechts, als nächstes zwei nach rechts. Ich halte mir die Klappe. Genau. Nein, du kannst ruhig weiterreden. Das ist ja dein Job, mich zu verwirren. Jetzt haben die verdammten Gäule das nicht gemacht. Bremsen! Sie verweigern den Befehl. Bremsen! Gas geben wieder, peitschen. Peitschen oder Gas geben? Peitschen. Egal. Hauptsache irgendwas, was schnell macht. Und geh jetzt mal eine Spur nach rechts, bitte. Zwei nach rechts. Der ist so klar, dass ich entweder peitschen oder nach rechts. Er verweigert den Spurwechselbefehl. Zwei nach rechts. Kann sein, dass er den wieder verweigert. Ja, aber nicht immer. Kommt, Pferde, das könnt ihr nicht machen. Ihr könnt mich jetzt hier nicht hängen lassen. Ich will... Warum willst du mit dieser niedrigen Geschwindigkeit auch noch zwei Außenbahnen wechseln? Ja, du hast recht. Dann fahren wir jetzt einfach langsam um die Kurve. Stabilität... Danke. Und nach der Kurve wieder peitschen dann. Aber erst, wenn die Kurve komplett Nee, komm, sag mir, welchen Befehl ich peitschen, gebe. Peitschen, jetzt peitschen. Ich sag einfach nur peitschen. Ich stelle keine Bedingungen und keine Wenn und Aber. Das ist nicht zu fassen. Mehr. Ich finde das total, ganz ehrlich, tut mir leid, total chaotisch, was du machst, weil du liegst haushoch vorne. Okay, jetzt Stabilität. Du musst, sag mir das bitte, bevor der Balken beendet ist. Stabilität oder Bremsen, ja, weil wir müssen bremsen. Ich will kein Risiko eingehen. Ja, sehr schön. Unfassbar, wie machst du das? Das sieht richtig gut aus. Jetzt wieder Gas. Beschleunigen. Ich muss genau sagen, was ich von dir will, sonst... Ja, das wäre hilfreich. Ja, der Birnodin sagt, was er will innen bleiben, da hat er auch recht. Aber ich kann jetzt hier nicht auch auf den Chat achten. Stabilität. Das sagst du mir, nachdem Avoid Aggression angenommen worden ist vom Programm. Bremsen. Oh Gott, Birnodin, das schaffen wir noch. Bremsen. Jawohl, perfekt. Jedes Mal vor Beginn Birnodin, du hast so einen Schub. Jetzt wieder beschleunigen. Unfassbar. Birnodin, du hast so einen super Bremsfuß. Das ist das genialste Rennen, das ich je gesehen habe. Nein, das klappt doch nie im Leben. Also, das ist wahnsinniger Zufall nur. Jetzt nochmal Stabilität. Ich muss genau den Punkt sehen, wo ich dir sage, was du klicken musst. Sonst klappt das irgendwie nicht. Eine jetzt Bahn. Brauchen wir auch nicht mehr, jetzt brauchen wir eh nicht mehr zu bremsen. Jetzt ist es nämlich durch. Jetzt können wir auf Stabilität bleiben. Großartig. Ach, Birnodin, du bist so gut. Danke cool. dir. Glückwunsch, Respekt für euch beide. Das war ein atemberaubendes Rennen. Unglaublich hektisch. Ich glaube, mein Pulsschlag ist auf was weiß ich was. Wahnsinn. Hat funktioniert. Großartig. Tolle Leistung. 2160 Denari. Birnodin beschwert sich, sein Bremsfuß würde wehtun. Ah, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Toll. Sensationell. Zweiter Sieg schon für dich. Mehr Ruhm, als ich anhäufen kann. 4 Rennen, 2 davon gewonnen, Siegquote 50%. Wow. Ja, aber das waren ja alles, du wirst mir jetzt gleich meinen Sieg wieder kleinreden. Nein. Alles nur Rennen der Kindergartenliga. Ich werde nächste Runde mal die Stadt wechseln. Oh, das ist mal eine Ansage. Ich wechsle mal bis dahin zu diesem Whipping Bull und setze mal dessen Kampagne fort. Und 4. Rennen für mich. Das war eben auch mein 4., oder? Ja, doch, es war mein 4. Genau, du hattest eben angefangen. Birnodin war zum 2. Mal dran. Ja. Und ich könnte nochmal Quenven. Oh ja, der Chat hat recht. Dio und Tishi will mir ein Valium geben. Ich bin ein bisschen durchgehektigt. Also ich kaufe dem mal kein neues Pferd, weil ich hoffe mal, dass ich irgendwann vielleicht mal wohin komme, wo ich gleich ein besseres Gespann kaufen kann. Ich halte mal hier die 1000 Denari fest, die gebe ich nicht aus. Und gebe dem aber stattdessen hier ein besseres Gespann. Dann habe ich schon mal 2, die hier fit sind. Hier ist, genau. Der Wagen ist ein bisschen kaputt, aber nächste Runde ist er wieder da. Dann werde ich diesmal, also
Quenven hat eben gewonnen und ich gebe ihm jetzt mal eine Chance, seine Siegesreihe auszubauen, seine Siegesserie. Oh, du setzt auf einen Favoriten. Ich behandle alle meine Fahrer gleich. Du setzt auf einen Spezialisten. Wir sind hier in der Antike. Wir sind nicht in der modernen Demokratie. Hier werden nicht alle Menschen gleich behandelt. Nein! Oh, schon wieder! Was ist denn bei dir? Also, vielleicht solltest du auch mal deinen Rennaustragungsort wechseln, wenn unfassbar. Die Arena so dermaßen fürchterlich gesäubert wird. Wie versifft es hier ist. Unfassbar. Mhm. Da wird nicht gewettet. 5-1. Also bei so irregulären Bedingungen, da peitsche ich, glaube ich, auch nicht, oder? Einmal peitschen zum Start. Muss ich. Whipping Bull, ich muss dem Namen alle Ehre machen, ich muss peitschen. Aber einmal peitschen reicht, glaube ich, auch. Nein, ich muss nochmal peitschen. Ich musste, es war ein innerer Zwang. Wer sagt dir das eigentlich? Die Stimmen in deinem Kopf? Oder, Genau, die sagen uns das. Jetzt aber normal. Jetzt bin ich immerhin auf einer sehr guten Innenbahn, zweite Bahn, normale Beschleunigung. Der fährt hier über die Reste. Du willst nochmal peitschen? Oh, das ist aber mutig. Er fährt über die Reste, ist aber nicht betäubt, hat nur ein bisschen Wagen verloren. Ah, sehr gut. Avoid Aggressions, für Aggressionen vermeiden. Der hätte dich ja rammen können, der Lurch. Jetzt setzt du hier vor der Kurve auf Stabilität. Oh, du willst ganz nach außen gehen. Zwei nach außen. Das schaffst du noch vor der Kurve. Ja, das schaffst du noch. Quenven reißt das schon. Da ist auch der Balken wieder hellgrün. Sehr gut. Stabilität durch die Kurve. Du liegst in Führung, aber auf deiner Bahn liegt jetzt ein Hindernis. Aber ich wollte nicht innerhalb der Bahn wechseln. Und jetzt hoffe ich, dass ich mit Stabilität. Deinem Wagen ist nichts passiert, aber du bist ein bisschen betäubt. Mhm. WB muss ich mal den Besen schnappen und die Arena fegen, sagt der Fahrer. Das muss einer von euch machen. Ich erwarte ein bisschen Unterstützung. Oder die Arena mit Quenvens Bauch fegen, sagt Fubar the Great. Das ist aber auch gemein. Jetzt fährst du hier zwischen den Wracks durch. Das sieht gut aus. Du bist in Führung. Das sieht gut aus. Hinter dir rammen sich alle zu Tode. Oh, da ist ein Pferd draufgegangen. Du musst die Bahn wechseln. Da liegt ein Stück Wagen rum. Genau, lieber nach außen. Nein, das langt nicht mehr. War das knapp hier, so wirklich da im letzten Sekündchen noch nach außen. Das sieht gut aus. Wie machst du das? Das sieht gut aus. Mhm. So, das ist, glaube ich, nicht die Bahn von dem da, ne? Nee, das müsste passen. WB hat heimlich geübt, vermutet Birnodin. Hast du? Nö, doch, habe ich tatsächlich. Liegt schon ein paar Wochen zurück. Aber ich habe tatsächlich den Echtzeitmodus mal ausprobiert. Ich habe ihn auch irgendwann mal ausprobiert, aber dann wieder liegen lassen, weil ich den Rundenmodus. Ja, ich mag ja lieber den Rundenmodus, zumindest bei Quadriga, aber der hat schon was als Partyspiel. Das muss man ihm lassen. Letzte Runde. Mit Stabilität fährst du durch die Kurve. Quenven macht das echt gut. Quenven, du bist mein Held. Ich habe nie an dir gezweifelt. Fuba überlegt jetzt gerade, dass WB insgesamt vielleicht unter Druck besser spielt. Vielleicht solltest du komplett auf Echtzeitspiele wechseln. Das wäre eine Idee. Statt Civilization oder wie die alle heißen. Da peitscht sich jemand von der Seite an mich ran. Ja, da kommt ein Herausforderer. Und WB will den Sack zumachen und in die Innenbahn gehen dann. Eins nach innen. Mhm. Und Stabilität wieder über einen Wrack drüber. Das hatte ich übersehen. Quenven ist betäubt. Nein. Und jetzt musst du aber auf der Zielgeraden nochmal ordentlich auf die Peitsche treten. Ich peitsche der Ziellinie entgegen. Damit hast du es, glaube ich, geschafft. Ja. In dem Tempo holt den keiner ein. Der trabende Gespann jetzt nicht mehr aus. Du hast ja einen sauberen Sieg eingefahren. Juhu! 4.319 Denari. Quenven, wir danken dir. Meine Stimmen im Kopf und ich. Wunderbar, glorreich, sensationell, sehr befriedigend. Quenven kann jetzt vor Stolz anlaufen und sich aufblähen wie ein Luftballon. Ja. Quenven ist einfach der Star dieses Abends. Wow. Ja, bei dir vielleicht. Bei deinem Provinzrennstall, aber bei mir. Unfassbar. Bei mir ist jeder ein Held. Immerhin habe ich dieselbe Siegquote wie du, aber jetzt wollen wir mal bei dir mal gucken gehen, in deinem demokratischen Rennstall. Dürfen deine Fahrer eigentlich mitbestimmen? Nee, also so weit kommt es nicht. Demokratie ja, aber keine Demokratie. Kann man das so zusammenfassen? Nicht Demokratie, einfach nur Gleichstellung. Aha. Keine Demokratie, aber Gleichstellung. Ja. Keine Mitbestimmung, aber Gleichstellung. Genau, alle sind gleich viel wert oder wertlos, nur ihre Meinung kundtun dürfen sie nicht. Also ich möchte bitte in eine andere Stadt reisen. Innerhalb von Afrika. Innerhalb von Afrika, genau. Wollen wir mal gucken, ob das möglich ist?
Du warst eben in Tugger und hier ist die Kategorie 2 freigeschaltet. Hier ist auch die Kategorie 2. In Sifitis. Ich möchte gerne nach Sifitis, das hört sich total gut an. Halber Preis für alle Tiermediziner oder in Claudia Caesarea. Halber Preis, wenn man woanders hinreisen. Billig reisen. Nee, ich möchte nach Sifitis. Ei, ei. Kostet dich 1.500 Denari, mein Lieber. Hast du das? Willst du das geben, ausgeben? Schau mal bitte, was würde denn die Reise nach Claudia Caesarea kosten? Ich wette genauso viel. Ja. Genauso viel. Ja, dann reisen wir nach Sifitis. Gut, dann reist du nach Sifitis und auf geht's. Hier drohen gewisse gesundheitliche Gefahren. Hier ist dein lokaler Ruhm natürlich minimal. Hier kennt dich keine Sau, aber du wirst ja sicher bald hier einen großartigen Ruf aufbauen. Ich war doch gezwungen, hier zu reisen, sonst hättest du mich da den ganzen Abend lang noch geködert mit meinen Kindergartenrennen. Wenn du unbedingt Seifenkistenrennen fahren möchtest. Ja. Mal gucken, wie groß die Bahnen hier sind. Hier ist auch nur 6 Teams. Ich glaube, das sind auch so Kleinstbahnen hier. Du meinst wie so eine kleine Go-Kart-Bahn? Das hast du doch mit Absicht gemacht, dass du hier wieder zu so einer Kleinstarena wechselst. Du bist ein Provinzmensch. Bin jetzt ein bisschen beschämt. So, wer ist denn dran? Eigentlich wäre jetzt Langhaar wieder dran, oder? Oder Tom? Nicht Birnodin, der war da eben so glorreich. Ja, aber bei mir ist jeder wertvoll. Jeder ist wertvoll. Darf ich für dich antreten? Nein, du nicht. Du bist keiner meiner Fahrer. Ja, nee, Tom oder Langhaar. Langhaar hat den reparierten Wagen, deswegen fährt Langhaar. Langhaar fährt und die 3000 behältst du? Du willst ja nicht zum Beispiel einen... Nicht. Die sind doch genauso gut wie meine. Bessere Pferde? Also, zu teuer für dich. Ja, die kann ich nicht leisten. 8000. Da muss ich erst dieses Rennen hier gewinnen. Unglaublich. Unglaublich. Los geht's. Langhaar, go! Langhaar. Du schaffst das. Star on Tour. Ein bekannter Rennstar fährt in der Außenbahn. So, das soll er mal gerne. Du bist es nicht. Ich bin es nicht. Ich wette 50 Denari. Habe ich richtig verstanden? 50? Ich bin mir nicht ganz sicher. 50. Das war jetzt ein Wink mit dem Zaunpfahl. 50? Da bist du dir ganz sicher. Ja, oder? Ist das viel. Du bist aber mutig. Respekt. Das kriegst du gar nicht eingestellt, oder? Ja, dann lass es. Das ist so winzig. Dann mach, komm, 220, das geht schon. 220? Oder lass es bei 1000, das ist mir auch egal. Mach irgendwas. 1000. Jetzt sag mir, wie viel. Komm. 1000. Boah, du haust alles auf die hohe Kante. 1004. Nein! Das ist dir zu viel. Also, ja, okay. Doch, nee, so passt es. Unfassbar. Ich gebe zu, ich habe die untere Zahl gelesen, was potenziell rauskommt. Und einmal peitschen, bitte. Peitschen. Peitschen. Und neben uns fährt dieser Star. Schau den mal an, was der hat. Naja. 3 Siege, naja. Naja, Punkt. Nochmal peitschen. Bei dir ist Blut gespritzt. Egal, nochmal peitschen. So, und jetzt normal beschleunigen. Ei. Okay, macht das schon. Gut. Mhm. Ja, wir fallen etwas zurück gegenüber den Inneren. Langhaar. Okay, 2 nach innen, wenn es geht, dann gleich. Heißt er eigentlich Langhaar, weil eine Rosshaarperücke trägt? Das weiß ich nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Jetzt. Sagtest du 2 nach innen? Nach links rammen. Na, zu spät. Du hattest 2 nach innen gesagt. Ja, das passt schon, genau. Rahmen, peitschen nach links. Peitschen nach links. Nee, geht nicht mehr. Was denn jetzt? Was soll ich machen? Was? Es passt schon. Mach. Nein, jetzt rammt der Hund nicht. Und hat mir mein Pferd außer Gefecht gesetzt. Das ist gemein. Unglaublich. 3 nach links. Ja, jetzt können wir nur noch ganz langsam und auf der Innenbahn wieder lang kriechen, wie wir das letzte Runde gemacht haben. Hat der mich gerammt? Was ein Hund. Was für ein Hund? Genau, Stabilität. Danke. Ah, das Rennen, das kannst du gerade vergessen. Stabilität. Das wird ja nichts mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob deine Siegchancen so hoch sind. Peitschen. Nee. Mit 3 Pferden. Die peitschen. Eines ist schon bei Gelb. Ja, das ist egal. Da muss jetzt ein bisschen was... Eins wird auch nur noch hell... Sag mal, ist das hier so eine Art... Peitschen! Peitschen! Bitte peitschen! Danke. Sag mal, willst du versuchen auszuprobieren, ob man es schafft, ob ein Rennen beendet wird, wenn man 0 Pferde hat? Ja, dann bleibt der Wagen, glaube ich, einfach stehen. Was noch jetzt? Noch eine Innenbahn weiter nach links. Ja, zu spät. Ich habe jetzt dir zuliebe schon mal von Avoid Aggressions umgestellt auf Stabilität. Links. Danke. Ich darf die Sätze nicht anfangen mit, ich könnte jetzt bla 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 und dann nach links. Ich muss einfach klar Kommandos geben. Die ganze Hektik geht plötzlich weg bei diesem Echtzeitspiel. Nee, da ist ja nichts, also da ist nichts mehr zu holen. Ich glaube, das kannst du auf Autofinish machen, dieses Rennen. Ganze Hektik, es wird ein ganz meditativer Abend jetzt. Ja, ich komm, klick auf Autofinish und wenn das geht. Schneckenrennen.
Da ist doch nichts mehr zu holen. Tut Juhu, mir leid. Du hast durch deine hervorragende Leistung 1200 Denari gewonnen, minus 1000 Wetteinsatz. Das wäre nicht so schlimm gelaufen, wenn der mir nicht das Pferd gerammt hätte. Barbar. Dieser Barbar. 200 plus ist doch besser als ein Minus. Ja, aber ein Pferd fehlt. Und das Pferd war dein Start in dieser Stadt. Ich würde ja gerne jetzt ein Extra-Rennen gewähren, aber ich glaube, die Zuschauer murren dann, weil sie sagen, weil es deren Gerechtigkeitsempfinden verletzt und deshalb... Das geht auch nicht. Das muss tatsächlich... Dann wechseln wir ins Hauptmenü und wechseln nochmal rüber zu diesem peitschenden Bullen. Ja, genau. Sonst stimmt ja auch die Anzahl der Rennen nicht. Wir müssen dann hinterher vergleichen können. Sag mal, wer hat denn hier bislang den besten Anfeuerungsruf im Chat ausgestoßen? Wir wollen doch hier als Team-Key verlosen. Ich habe ein paar aufgeschrieben, die mir gefallen haben. Möchtest du einen davon mal loswerden? Soll ich sie rezitieren? Ja, bitte. Also Langhaarschrub, schon eine Weile her. Schrub, er schrubt. Nicht schraubte, okay. Das ist die Vergangenheitsform von Schreiben. Alle Vergangenheitsformen werden doch mit U gebildet. Mhm. Also, ich versuche das mal hinreichend zu rezitieren. Der WB ist der Erste beim Starten, doch muss er ja bald schon warten. Der Weigel, der holt schnell auf, sodass WB ein neues Pferd sich kauft. Jeder weiß, WB ist heiß, doch holt der Christian sich den Preis. Ich hätte auch noch was anzubieten von Fuba. Mhm. Advent, Advent, ein Kütschchen brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Nee, dann viel. Und schon steht das Christkind im Ziel. Euch ist schon klar, dass es hier um Anfeuerungsrufe ging, nicht um Lyrik. Unglaublich. Yes. Das sind ja richtige dichterische Purzelbäume, die hier geschlagen werden. Ich hätte auch noch was nicht gereimtes. Oh ja, bitte. Der Abwechslung halber. Von Geheimagent. Ja. Christian, los, du bist der Best und wirst mit deiner glorreichen, göttlichen Macht WB in den Boden stampfen und mit unendlich währendem Triumph den Sieg glorreich davontragen. Da hat jemand eine hohe Meinung von dir. Mhm. Wer liegt denn von den dreien im Augenblick bei deiner Bewertungsskala auf dem ersten Platz? Auf jeden Fall einer von den beiden Büttenrednern. Ich würde sogar fast sagen Langhaar. Du stehst auf Reime. Ich stehe, ja. Kann es sein, weil Langhaar auch einer deiner eigenen Fahrer ist, dass du ein bisschen voreingenommen bist? Das könnte natürlich auch sein. Aber nicht nach diesem Rennen von eben. Gut, also noch ein Rennen wollen wir jetzt absolvieren. Auf in die Arena. Quenven hatte eben zwei Siege geholt. Ich könnte jetzt natürlich darauf setzen, Quenven wieder zu beschäftigen. Das wäre... Ach, ich mache das genauso wie Christian. Ich wechsle mal die... Ich erstmal gucke, ob ich hier noch was Tolles kaufen kann. Nein, no. Ich wechsle in die Stadt und ich reise. Ich bleibe in Palästina und wechsle zu einem Kategorie-2-Rennen. Oh, wie langweilig. Freie Fahrt, freie Reise zwischen den Zirkussen oder all purchases are slightly cheaper. Alles, was man kauft, ist ein bisschen billiger. Das finde ich eigentlich ganz gut. Wollen wir mal nach Tirus wechseln? 750 kostet es mich nur. Das ist gut. Also in der Arena hast du ja immer Pech, was die Startbedingungen angeht, aber hier scheint das Glück dir ja ein bisschen hold zu sein. Das Glück ist mir hold. Bislang noch. Und 9600 bleiben noch übrig. Und gibt es hier irgendwas zu kaufen? Ja, bessere Pferdchen. 7199. Dann wäre aber fast alles futsch. Ich setze mal drauf, ob ich nicht vielleicht noch einen Sieg erringen kann. Ich finde auch, eigentlich ist es preiswerter, sich zum Beispiel neue Wagen zu kaufen. Aber ich würde in dem Fall sagen, wirf doch dieses Gespann raus, wo du sowieso noch 900 für ein Ersatzpferd investieren musst und kauf dir dann stattdessen gleich mal die schicken Pferdchen. Könnte ich machen. Ich warte noch eine Runde ab. Ich bin Geizhals, ich bin ein Sparfuchs. Und, stimmt, es sind ja eh nur drei. Also die kann ich auf jeden Fall schon mal ausgeben. Nein, ich wollte die verkaufen. Ich habe sie aufgefüllt. Das darf nicht wahr sein. Sag mal, konnte ich die nicht verkaufen? Hier stand doch, man kann nur vollständige verkaufen. Nein, normalerweise nicht, oder? Da habe ich doch gerade, ich habe doch hier drauf geklickt und waren da denn zwei Daumens nebeneinander, zwei däumerische? Ich kann mich nicht erinnern. Unfassbar. Ich kann mich ernsthaft nicht erinnern. Tja, und die sind jetzt tatsächlich auch ein Rennen lang noch langsamer. Siehst du den kleineren Pfeil da? Weißt du, warum ich die jetzt verkaufe? Weil mir das so peinlich ist, was gerade passiert ist. Aus den Augen, aus dem Sinn. Mhm. Und jetzt kaufe ich tatsächlich die hier. Schöne braune Pferdchen. Und es tut mir leid, Marco, du musst jetzt ganz tapfer sein, aber ich gebe die tatsächlich Quenven, weil der hat mich gerade einfach zum Erfolg gerade gebracht. Der hat das Geld reingeholt, was es mir überhaupt erst möglich macht, diese Gäuler zu kaufen. Und deshalb gebe ich ihm jetzt auch noch eine Chance. Quenven.
Versuch mal, dein drittes Rennen hintereinander zu gewinnen. Ob er das schafft? Scorching Sun. Oh. Ja, es gibt eine größere Chance, dass du betäubt wirst. Das hält Gwenwyn aber aus. Was heißt Scorching? Brennende Sonne. Das heißt glühende Sonne. Hitzestich, Sonnenstich können die bekommen. Trotzdem, ich habe irgendwie das Gefühl, als ob ich... Na, ich mach mal nichts. Er macht nichts. Ne? Nichts. Stattdessen wird gepeitscht. Oh, guck mal, weißer Marmor hier, schick. Von wegen weißer Marmor? Das ist die brennende Sonne hier. Siehst du, wie der Wüstensand hier reflektiert? Ich kann kaum hingucken. Die Sonne blendet mich. Es ist alles so grell hier. Es ist so grell. Ich hätte noch ein bisschen mehr Büttenreden-Thematik. Von Rumsi, der traurigen Miene. Christian, wipp die Pferde doch ins Ziel. Für einen Sieg mehr als WB ist kein Opfer zu viel. Das gibt's doch nicht. Er setzt sich genau vor mich. Unfassbar. Unfassbar. Jetzt bin ich total eingeklemmt mitten im Punkt. Du musst Avoid Aggressions machen, sonst hauen sie dich und rammen dir die Pferde weg. Der eine rammt ins Leere und die... Oh nein. Avoid Aggressions, die tun dir sonst was. Ich beschleunige. Ich hätte noch was. Langhaar ist der beste Reimer und WBs Team ist gleich im Eimer. Von Birnudin. Schön, oder? Wir können deinen Kanal auch eigentlich vielleicht komplett auf Büttenreden umstellen. Wie wäre das? Das wäre eine Möglichkeit. Aber andererseits bist du doch der Kölner. Oh, jetzt mache ich ein totales Risiko. Ich gehe eins nach links, knallrot in der Kurve und es klappt. Aber ein Wagen ist beschädigt. Dauerhaft beschädigt jetzt. Das ist nicht gut. Ich bin zwar auf dem zweiten, dritten Platz, aber das wird nichts mehr mit dem beschädigten Wagen. Der Wagen wird ja dadurch nicht langsamer, da wird er durch eine unstabile. Oh, jetzt gehst du aber ein Risiko ein. Hier eins links in die Kurve. WB hat keine Chance, er fährt wie in Transe, hat zu viel Red Bull getrunken und ist deshalb im Graben versunken. Hat da jemand gesagt, ist er eine Transe? Habe ich das richtig verstanden? Er fährt wie eine Transe, ja, richtig. Oder auch von Langhaar. Wer glaubt, WB sei gut, der sucht besser seinen Hut. Verabschiede sich mit dieser Tat, das wird eine tolle Fahrt. Unfassbar. Es ist dunkelrot, du bist gleich in der Kurve hier. Was machst du da? Was machst du da? Risiko. Wie viele bist du Dritter? Wirf den armen Gwenwyn nicht um. Der hat so viel für dich getan. Oh, dunkelrot fährt er in die Kurve rein. Gwenwyn, das wird hoffentlich... Und rattert über die Kutsche drüber. Nochmal betäubt. Nein, Gwenwyn, der Wagen. Lass los, lass doch bitte los. Gwenwyn, mein Held. Der WB versucht zu siegen, dass der Christian wird ihn kriegen. Und ihn vernichten mit Gewalt und ihn sich mitteln... und den Sieg sich greifen mit allen Mitteln, wird ihn am Ende auch kriegen. Gwenwyn ist gestorben. Gwenwyn, ich schmeiß ihn raus aus dem Chat. Wir müssen hier atmosphärisch bleiben. Kick ihn aus dem Chat raus. Wir bannen ihn. Komm. Okay. Warte, ich gebe den Befehl ein. Warte. Kick. Kick Gwenwyn. Tut mir leid, Gwenwyn. Ade. Mach's gut. War schön, dich kennengelernt zu haben. Ruhm ist vergänglich. Ganz bitterer Augenblick für mein Team, allerdings auch für Gwenwyn, den ich sehr geschätzt hatte als Zuschauer auf meinem YouTube-Kanal und auch im Laufe dieses Abends. Aber treu wird überbewertet. Aber es hat immerhin eins genützt, dass ich dir die ganze Zeit hier Büttenreden vorgelesen habe. Tatsächlich, du hast meine Nerven mürbe gemacht und hast damit tatsächlich durch diese geistreichen Anführungsrufe den entscheidenden Schritt eventuell voran zum Sieg gemacht. Du hast mir den entscheidenden Fahrer geraubt. Zuerst das entscheidende Quäntchen Konzentration, dann den entscheidenden Fahrer. Und dann noch einen Abonnentenfutsch von meinem YouTube-Kanal. Wir haben ihn jetzt radikal gelöscht. Er wird auch bei Google Plus und bei YouTube jetzt gelöscht. Bitterer Augenblick für ihn. Aber es gibt auch andere schöne Hobbys. Nicht nur Computerspielen oder Videospielen. Man kann auch Däumchen drehen, aus dem Fenster starren, Nase popeln. So viele schöne Dinge, die man verpasst aus dem Real Life, während man so blöde Spiele spielt. Insofern, Gwenwyn, du hast noch eine Zukunft. Und wir machen jetzt eine ganz kurze Pause von 2-3 Minuten. Für euch die Möglichkeit, innezugehen, ein letztes Mal an Gwenwyn zu denken, ihm zu gedenken.
wenn wir dann die Tränchen getrocknet haben, die Augen getrocknet haben, die Taschentücher getrocknet haben, dann treffen wir uns hier zurück bei diesem Livestream auf Twitch TV. In 2 Minuten sind wir wieder da. Bis dann. Dann geht's mit dem Survival-Horror weiter. Ganz genau. Roguelike.